Dari, let's play. Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, den Darin. Und diesmal handelt es sich um, ja, ich denke, die meisten werden es schon irgendwie erkannt haben. Doom 3, genau, steht's hier irgendwo? Nein, steht nirgendwo, ist ja egal. Könnt ihr mir auf jeden Fall glauben, es ist Doom 3. Ich war jetzt erstmal ein wenig geschockt, weil ich die Grafik komplett ultra in Erinnerung hatte, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass das Spiel schon ungefähr 10 Jahre alt ist und ja, also damals, da war das, boah, was habe ich gefeiert, weil die Grafik so geil war. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht auch erwähnen, dass mir dieses Spiel freundlicherweise von MacGame.com zur Verfügung gestellt wurde, ja, sonst würde ich das hier gar nicht jetzt let's playen, sonst, ja, wäre das hier nix. Also, vielen, vielen Dank an dieser Stelle und dann schauen wir uns gleich hier direkt mal um. Was ist denn hier mit diesem Tipp? Wenn du dich einer interaktiven Computerschnittstelle... Ah ja, toll. So schnell kann auch keiner lesen. Kommt der Tipp auch nochmal wieder? Nein, natürlich nicht. Gut, da muss man jetzt hier schneller lesen. Was ist denn das hier? Transportverzeichnis. Okay, ja. Mit denen sind wir hier gerade irgendwie angekommen. Eingang, Ausgang. Was ist das denn hier? Okay, eine große GS-Kiste, weiß der Teufel. Irgendwelche Container, kleine GS-Kisten. Militärrationen, Rüstungsreparatur, Gedöns. Und was ist denn Eingang und Ausgang? Check ich nicht. Hä? Hat er jetzt was mitgenommen und das ist jetzt Ausgang, das ist jetzt gekommen und das geht jetzt, oder wie? Ich, ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Verstehe ich nicht, hallo. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich am Empfang melden. Naja, wir sind auf dem Mars. So, so. So weit hat die Menschheit es also schon gebracht. Komische Schiffe, wir können genau da drunter stehen und werden nicht radioaktiv verstrahlt. Willkommen in cool. Mars City, der wichtigsten Forschungsstätte Mars City. Von Union Aerospace. Innovativer Name. Für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Hat. Ich fliehe von diesem Felsen. Das sollten Sie auch. Ich bin doch gerade angekommen, soll ich ihn jetzt wieder abhauen? Wenn Sie hier bleiben, passen Sie auf. Ja. Sie sollten aufpassen. Naja. Es ist hier nicht sicher. Ja, ja, hast du schon gesagt. Sie keinem. Ich glaube, der ist von der Psychologenstation geflohen. Der sieht schon so seltsam aus. Der hat schon hier Halluzination, Paranoia, wie auch immer. Oh, okay, hallo.
Derzeit kein Scan-Ziel. Willkommen auf dem Mars, Marine. Hallo. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Ach so. Welchen nehmen wir denn? Ja, komm hier. So, okay. Zufrieden? Ich fange dann mal Delta an. Tango 1-4 bereitet Abflug vor. Naja, guck mal. Du musst stillhalten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Ach so. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Er ging doch trotzdem schnell. Alter, jetzt krabbelt hier irgend so ein Druidika rum. Was ist das hier? Star Wars? Ja. Untere Ebene. Was? Sperrgebiet? So, komm. Was scannen der Akku-Zugangskarte, Alter? Zu einigen interaktiven Computern kannst du Daten über dein PDA laden. Klicke auf Download. Veranstaltungskalender, cool. Was gibt's denn für Veranstaltungen? Wenn wir Feierabend haben, können wir vielleicht irgendwelche Shows besuchen gehen. Nochmal hier. Der November steht auf dem Mars, ganz im Zeichen der Sicherheit. Die UAC hat zahlreiche Workshops zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz organisiert. Und wer quatscht hier rum? Unsere Station auf dem Mars. Ich glaube, das ist dieser Infokasten. Die Fresse, ich bin hier am Lesen. Laden Sie die Info herunter und erfahren Sie, was Sie tun können. Geil, Download. Tja, war ja klar. Zugriff auf PDA. Illegaler Download wurde irgendwie entdeckt. Machen wir lieber nicht. Was sagt der hier? Hier und im ganzen Sonnensystem verändern werden. Ah ja. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Angekommen, Personalleiter. Auftanken. Wenn Sie ein Gast sind, können Sie alle Anliegen Ihrer UAC-Verbindungsperson vortragen. Ja. Vielen Dank und einen angenehmen Tag. Okay, wo ist meine Verbindungsperson? Ich möchte hier rummeckern, weil der Kasten hier anscheinend nicht von neu anfängt zu labern, weil ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Verbindungsperson! Der Kasten ist scheiße! Können wir da drauf kloppen? Nee, noch nicht. Muss ich warten, bis ich eine Waffe hab. Okay. Ah ja. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal. Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Die sehen ja irgendwie gleich aus, die beiden, kann das sein? Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Alles klar. Boah, was ist das innovativ hier? Ich sag mal, Apple und hier die ganzen Samsung-Leute haben sich das ja hier von dem Spiel abgeguckt. Das ist 10 Jahre alt. Vor 10 Jahren gab es noch keine Tablets. Eigentlich müsste hier IDsoft jetzt die ganzen Rechte an diesen ganzen Tablets haben. Weil hier siehst du ja, wir haben gerade ein Tablet bekommen. Das sind ja die Markt, ja, was weiß ich, die haben es erfunden. So. Was habe ich denn hier? Nutzerdaten, ja. Darin, irgend so eine ID. Rang Marinesicherheit. Marine Hauptquartier ist meine Sicherheitsfreigabe. Standort Mars City Empfang. Ja, cool. Unser Fingerabdruck. Warte, ich guck mal. Passt der mit meinen überein? Was ist das denn für eine Hexerei? Das ist ja. Ist ja identisch. Jetzt kriege ich auch Angst. Derzeitiges Missionsziel: Erfülle deine Pflichten auf militärische Art. Nicht zivile, sondern militärisch. Jawohl! Also immer rumschreien und ganz viel mit der Waffe rumballern. Jetzt haben wir noch ein paar E-Mails. Hallo E-Mail. Melden Sie sich beim Marinehauptquartier. Marine. Melden Sie sich so bald wie möglich beim Marinekommando. Und unterwegs bitte kein Rumgetröle. Machen wir doch gar nicht. Wir sind knapp an Leuten und ich brauche Sie so bald wie möglich auf Patrouille, Sergeant Kelly. Kelly Family ist auch von gegen, okay. Alter, muss ich das alles lesen? Boah, ja gut, komm. Komm, machen wir mal. Ist ja am Anfang, da wollen wir noch verstehen, worum es hier geht, zumindest am Anfang. Willkommen auf dem Mars, Marine. Ich möchte Sie hier in unserer Heimat, fern der Heimat. In unserer Heimat, fern der Heimat, willkommen heißen. Okay, wir auch mal. Wir versuchen, Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu gestalten. Sollten Sie etwas benötigen, wird Ihr Vorgesetzter Ihnen gern weiterhelfen. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, einige der großartigen Annehmlichkeiten für unsere Mitarbeiter zu nutzen. Ja, ich wollte mir ja da schon das Ding downloaden, das ging aber nicht. PDF ist im Arsch oder so. Muss man reparieren. Ich möchte Sie daran erinnern, dass hier technische, hochsicherheitssensitive Tests und Studien durchgeführt werden und Sie bitten, sich nicht im Bereich aufzuhalten, für die Sie keine Freigabe haben. Machen wir schon nicht.
Wenn Sie Hilfe brauchen, wird Ihnen jedes Mitglied des Sicherheitsteams gern weiterhelfen. Blablabla, Direktor William Banks. Geil. Haben wir eine Videodisc? Geil. Willkommen auf dem Mars Marine. Boah. In dieser Einweisung erhalten Sie Informationen über einige Standardprozeduren hier auf dem Marsposten. Naja. Zunächst die Befehlskette. Och nee. Alle Rekruten. Leck mir am Arsch. Sergeant Thomas Kelly. Was haben wir im Inventar? Sergeant Kelly teilt Fäuste. Sie einem Sicherheitstrupp unter der Leitung eines Sicherheitschefs zu. Wir haben Fäuste im Inventar. Cool, wo kann ich die auspacken? Die am Abendende angebracht werden. Sind wir so ein Roboter so? So, Fäuste aufgeschnallt. Jetzt kann ich boxen oder was? Schwachsinn. Und Effizienzmaximierung geachtet. Oh nee, jetzt. Jeder muss wo soll ich her? Hierher, hat er gesagt, ne? Was interessiert mich denn die Befehlskette? Sind im Sicherheitsinspektionsbericht zu vermerken. Oh, ich werde hier zugelabert. Offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Ey. Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Das ist doch... Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Bemerkt die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Was macht denn der Hannibal Sorge, auf Mars? Sie bekommen ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Ja, ich weiß warum. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swan, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Oho. Warten Sie nur. Ja, ja. Gehen wir. Hier, ich kann dir sagen, warum die alle vom Mars flüchten wollen, wenn ihr Hannibal Lecter am Werk ist, ne? Dann würde ich auch abhauen wollen, der frisst uns ja alle auf. Wenn er in der Kantine nichts ordentlich zu fressen kriegt, dann... Oh, ich will heute Gehirn. Marine, komm mal her. Ein bisschen weg. Okay, woher jetzt hier? Die haben irgendwie da gelabert, ich konnte die aber trotzdem hören durch das Sicherheitsglas. Ich habe so Fuchsohren. Hallo? Irma, für diesen Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. Kannst auch netter sagen. Arschloch. Was ist hier? Darf ich hier? Was ist das? Ah ja, die Magnetbahn. Falsche Sicherheitsfreigabe. Ich darf hier, glaube ich, nirgendwo hin. Darf ich denn kacken gehen oder darf ich da auch nicht rein? Alter. Oh ja, da mache ich mir jetzt hier eine Hose. Warte mal. Oh ja, gut in der Ecke verstecken. Also, ich habe hier nichts gemacht. Ne, also. Ah, oh na, ja, verdammt. Wir können ja doch ins Klo. Okay, warte, da muss ich ja wieder aufheben. Das ist das eklig, ey. Guck mich nicht so an, ey, ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich darf hier nicht rein. So, abgezogen. Oh, guck mal, ey. Sind wir nicht ein stattlicher Bursche, ey? Ja. Kommt von den ganzen Sit-Ups, ja. So, 2 und 3 und 4. Da kriegst du solche Muckis. Guck dir das mal an. Ja, ja, ja. Kann man hier was benutzen? Kann man hier Wasser anmachen oder so? Kann man hiermit überhaupt irgendwas interagieren? Kann ich Seife verwenden? Ich kann hier gar nichts machen. Ich kann in eine Ecke scheißen. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Boah, ne. Ach, guck mal hier. Oh. Naja, also hygienemäßig ist hier aber... Puh, ich glaube... Oh, wir können abziehen. Hallo? Nö, doch nicht. Ist ja egal. Also hygienemäßig muss hier noch auf dem Mars irgendwie... ja, verbessert werden. Ich glaube, die haben hier keine Putzfrau. Und was ist das hier? Ach, das ist Männer- und Frauentoilette, so eine geteilte. Alter, ist das ein Scheiß. Frau habe ich aber nicht gesehen. Schade. Okay. Kitchen! Wobei, was ist denn hier? Hier können wir auch rein, aber ich gehe erstmal in die Küche. Mal gucken, ob da was zu futtern gibt. Hallo. Oh, lecker, ein Hamburger. Ey, habe ich einen aufgehoben. PDA. Oh, ich wollte einen Hamburger und kriege einen PDA. Adam Benne. Adam Bernetsche. Wartungsupdate. Audiolog des Wartungstechnikers Adam Bernetsche. 10. November 2145. Ja. Ich habe die Anschlüsse an den Hitzeschilden heute Morgen problemlos reparieren können. Allerdings habe ich da unten etwas ziemlich Seltsames erlebt. Kurz nach dem Einstellen der Anschlüsse hörte ich ganz deutlich ein Flüstern. Ich ging den Geräuschen nach, fand aber nichts. Ich sah in den Arbeitsprotokollen nach, aber außer mir war heute niemand unten eingeteilt.
das, neben dem, was ich von den Leuten im Delta-Labor höre, hat mich richtig fertig gemacht. Ich bin sehr ungern im unterirdischen Wartungsbereich. Die Leute dort sind irgendwie komisch. Dieses Gemurmel, die Aussehen. Der Bereich ist einfach unheimlich. Ich bin ständig darauf gefasst, dass sich plötzlich jemand auf mich stürzt. Ich habe meine Werkzeuge und den kaputten Modulator in den Lagerschrank neben dem Wartungsaufzug gesperrt. Die Techniker können mit dem Schrankcode 396 darauf zugreifen. 396. Logende. Müssen wir das merken oder wird das irgendwo gespeichert? 396. Habe ich hier eine E-Mail bekommen?